Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russlands Präsident Putin hat die Atomstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Er reagiere damit auf das aggressive Verhalten der NATO, so Putin wörtlich in einem vom Kreml verbreiteten Video. Gleichzeitig hat die Ukraine Friedensverhandlungen mit Russland an der belarussischen Grenze zugestimmt. Unterdessen setzt Moskau seine Offensive fort. Dabei stoßen die russischen Truppen auf erbitterten Widerstand. Riesige Rauchschwaden eines brennenden Öldepots nicht weit von Kiew. Die Truppen des russischen Präsidenten haben heute mehrere Regionen der Ukraine angegriffen. Doch Putin spricht von aggressivem Verhalten der NATO und dann sagt er das. Deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft zu versetzen. Diese sogenannten Abschreckungskräfte umfassen auch Atomwaffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj stimmte unterdessen Verhandlungen mit einer russischen Delegation an der belarussischen Grenze zu. Es gebe keine Bedingungen, teilte sein Büro mit. Zuvor hatte Selenskyj die Verhandlungen in Belarus abgelehnt, da auch von dort Raketen auf die Ukraine geschossen worden seien. In der ostukrainischen Stadt Charkiw ist in der Nacht eine Erdgasleitung in Flammen aufgegangen. Um die Stadt gab es heute erbitterte Gefechte. Am Morgen rückten zunächst russische Truppen ein. Nun soll Charkiw offenbar wieder unter ukrainischer Kontrolle sein. Die Menschen in Kiew bauen Molotow-Cocktails, um ihre Stadt zu verteidigen, in der es kein normales Leben mehr gibt. Die Infrastruktur ist zerstört, Medikamente und Lebensmittel werden knapp und wir stehen am Rande einer humanitären Katastrophe. Bange Stunden für die Menschen in der Ukraine und in ganz Europa.